Herzlich willkommen zu diesem kurzen Tutorial. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Man hat ein Word-Dokument, das man zur Unterschrift im PDF-Format an jemanden weiterschicken möchte. Bisher musste man dazu auf Datei als Adobe PDF speichern beispielsweise und konnte dann das Dokument als PDF-Dokument hier speichern, musste dann in Outlook wechseln, die Datei auswählen und versenden. Das geht jetzt deutlich schneller mit folgender Anpassung der Schnellstartleiste hier oben. Ein Klick auf das Schnellstartleisten-Auswahlmenü auf weitere Befehle und hier kann man bei häufig verwendete Befehle auf die Registerkarte Datei wechseln und sucht sich hier die Auswahl PDF-E-Mail-Anlage. Mit Hinzufügen gibt man diesen Punkt zur Symbolleiste hinzu, klickt auf OK und das Symbol für das PDF als E-Mail-Anlage ist hier erstellt. Ich kann nun im Dokument auf diesen Button hier klicken. Es wird eine E-Mail geöffnet und das Dokument ist bereits als PDF im E-Mail eingefügt. Man erspart sich also viele Klicks und mit nur einem Klick hat man dieses Dokument hier zum E-Mail-Versand bereit. Das war's für heute. Viel Spaß mit dieser Funktion und bis zum nächsten Mal.